Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wie baut man was? Und heute bauen wir ein Survival-Haus. Kein Starter-Haus, kein modernes Haus, kein nix, sondern einfach ein schönes Haus für den Survival-Modus. Wenn dir das Haus gefällt, kannst du das Video gerne liken, wenn euch geschehen, den Kanal abonnieren. Aber ich würde sagen, wir bauen sofort los. Für unser schönes Survival-Haus brauchen wir erstmal Eichenholz, Bruchstein, Bruchsteintreppen, Eichenholzbretter und Treppen und Fichtenholzbretter und Treppen. Mehr kommt später dazu, aber erstmal das Grundgerüst. Wir fangen vorne links an mit Eichenholz und machen 1, 2, 3, 4 aufeinander. Dann machen wir 1 nach vorne versetzt, 1, 2, 3 Bruchstein. Dann 1 nach vorne wieder versetzt, aber 2 nebeneinander auch 3 Bruchstein. Und hier wieder die Säule hin, aber 4 Blöcke, damit wir hier so einen Bogen bekommen. Und der Bruchstein ist 3 Blöcke, das Holz 4. Dann lassen wir 3 frei und machen dasselbe von vorne, also wieder einmal Eichenholzsäule, dann Bruchstein zweimal, Bruchstein einmal und Eichenholz so. Aber den Bruchstein nur 3 Blöcke hoch. So. Dann nehmen wir unseren Bruchstein und setzen hier hinter diesem Eichenholz an und machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann kommt hier wieder eine Vierersäule hin. Und dann gehen wir in die Richtung, aber diesmal 11 Blöcke. Wir haben einen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und hier wieder hoch. Dann können wir das Ganze einfach schließen. So, und das Ganze wird natürlich auch 3 Blöcke hoch. Das ist, denke ich mal, schon klar gewesen. Und das Ganze ist dann unser Fundament von dem Haus, beziehungsweise der Keller, wo wir dann auch unser Lagerraum reinmachen können. Oder was man auch immer so im Keller haben möchte. Vielleicht eine Sauna, vielleicht ein Gamingzimmer, vielleicht ein Lagerhaus im Minecraft Survival. Jetzt nehmen wir uns Eichenholztreppen und verbinden so die Säulen miteinander und gehen auch wirklich um die Ecken rum. So, hier vorne bei den Dreier, bei der Dreierlücke lassen wir frei und dann gehen wir wieder so einmal mit Eichenholztreppen rumherum. Das geht ganz fix und damit haben wir so einen kleinen Überhang geschaffen. Und das finde ich eigentlich ganz schön. So, und hier nochmal. Nein. Und jetzt sieht das Ganze schon so aus. Und jetzt müssen wir natürlich hier das einmal komplett mit Holz zumachen. Und schwupps ist das Ganze mit Holz zu. Okay. Hier vorne, zwischen den Holzstämmen haben wir jetzt freigelassen, weil hier kommen so Eichenholztreppen hin. Oh, die Säule könnte ich mal gerade wegmachen. Nein. So. Kommen hier Eichenholztreppen hin. So. Ist natürlich ein bisschen schwierig. Und hier nochmal. Das ist nämlich im Prinzip unser Aufgang. Und hier, damit man da nicht drunter gucken kann, beziehungsweise damit, wenn man im Keller ist, man nicht rausgucken kann, machen wir so. Okay, jetzt nehmen wir uns einmal Fichtenholz-Zauntore und Fichtenholz und dann umranden wir das Ganze schön. Wir machen aber hier immer die Säulen nochmal einen höher und dann machen wir hier hinten komplett Fichtenholzzaun, an den Seiten komplett Fichtenholzzaun. Und hier vorne geht es leider nicht so einfach. Da machen wir so um die Ecke normalen Zaun und hier wieder Tore. Und hier auch nochmal um die Ecke normalen Zaun und hier Tore. So. Und jetzt nehmen wir uns gerade ein Laub unserer Wahl. Ich nehme jetzt mal... Wir nehmen mal Tropenbaumlaub, ja. So, und den machen wir einfach hier rum. So. Und hier nochmal rum. So. Das sieht nämlich ganz schön aus. So hat man ein bisschen Grün. Man kann das Fundament noch erkennen. Und obendrauf kommt jetzt unser Haus. Das Haus machen wir so, dass wir rundherum einen Block freilassen, um rumlaufen zu können. Das heißt, wir gehen hier in die Ecke und diesen Block lassen wir frei. Wir machen hier einen Stamm hin und hier machen wir auch einen Stamm hin. Und jetzt müssen wir gucken, wie weit wir nach vorne gehen können.
bis hierhin. Da machen wir einen Stamm und hier machen wir einen Stamm. So. Dass wir drumherum laufen können. Dann nehmen wir Bruchstein hier und ziehen innerhalb wieder einmal so einen Ring rum. Und in der Mitte von der Treppe machen wir so. Das ist genau die Mitte der Treppe. Das ist unser Eingang. Dann machen wir so für die Tür. Und links und rechts lassen wir jeweils ein Einerfenster. So. Da kommt aber oben rein. Müssen wir nochmal die Bruchsteintreppe nehmen. Die habe ich eben leider weggeworfen. Kommt nämlich oben rein so eine Treppe. Damit man später ein bisschen mehr Tiefe im Haus hat. Und über der Tür auch. Okay. Dann ziehen wir das Ganze. Das ist jetzt 3 Blöcke hoch. Ne? Ziehen wir das Ganze einmal hier rüber. Machen genau in der Mitte, das müsste hier sein, genau, machen wir 3 Blöcke und oben wieder die Treppen rein. So. Hinten die Wand ist geschlossen. Und hier machen wir dann natürlich wieder genau dasselbe. Wenn man jetzt sagt, hey, ich finde die Fenster direkt so in der Raumecke nicht so schön, dann geht man einfach hin und macht hier die Säule noch und macht hier das Zweierfenster hin, macht hier die Säule noch und macht da das Zweierfenster hin. Finde ich persönlich auch schöner. Jetzt habt ihr einfach mal beide Varianten gesehen. Das ist nämlich die eine und das ist die andere. Ich ändere das hier einmal schnell, weil wie gesagt, ich finde diese Variante schöner, wenn die Fenster nicht ganz so in der Raumecke hängen. Und damit haben wir schon unser Erdgeschoss mehr oder minder fertig. Machen wir hier einmal die Eichenholzsäulen hoch. Und dann nehmen wir uns unsere Fichtenholztreppen. Wir nehmen die Seite des Hauses und machen das hier drauf. Und dann ziehen wir das erstmal einfach rum. So, von dem zu dem. Und auf der anderen Seite auch. Und dann machen wir das immer wieder, bis wir uns oben treffen. Das heißt, wir gucken jetzt mal. So, innen. Außen, innen, außen, innen, außen. Und jetzt hier mal gucken, wo wir uns treffen. So, jetzt sehen wir, hier ist noch einer frei. Und da machen wir einfach so. Und dieses Dach müssen wir jetzt erstmal hier durchziehen. So, jetzt haben wir das Dach einmal hier durchgezogen. Oben haben wir das Ganze noch offen. Da würde ich nämlich einfach so Bretter reintun. Und jetzt sehen wir, ich habe ja hier immer so innen, außen, innen, außen, innen, außen gemacht. Und das ganze Dach ist so. Wir müssen gleich innen wieder was abreißen. Falls ihr es auch so gemacht habt, nicht wundern. Auf jeden Fall nehmen wir erstmal unser Fichtenholz und machen hier vorne, genau auf der Steinwand, so eine kleine Fichtenholzwand. Die untere Reihe lassen wir, darüber machen wir so ein Doppelfenster. Dasselbe machen wir jetzt auf der Rückseite auch einmal. Nein, das Dach kaputt machen wollte ich jetzt nicht, aber okay. Dann machen wir da nochmal schnell eine Treppe drauf. So, und den unteren lassen wir wieder. Oben machen wir wieder ein Doppelfenster. So. Jetzt brauchen wir aber noch im Prinzip Dachfenster. Und da gehen wir hin und lassen von der Seite aus 2 frei. Ne? Also den lassen wir und den lassen wir. Und wir fangen hier an. Nach unten lassen wir einen frei. Machen diese 3 Treppen weg. Machen diese 3 Treppen weg. Machen dann mit Fichtenholzblöcken so eine Wand dahin. Nehmen uns Treppen. Machen die hier drauf. Eigentlich sollten die connecten. So, machen die da drauf. Und die Treppe machen wir auch noch weg. 2 Blöcke rein und so. Jetzt haben wir da nämlich so ein Dachfenster. Hier können wir einfach durchboxen. Da sehen wir schon, hey, wir sind schon drin. Dasselbe machen wir jetzt von rechts auch nochmal. So, wir lassen wieder 1, 2 frei. Machen diese 3 Treppen weg. Diese 3 Treppen weg. Machen erstmal so eine Fichtenholzwand. Darauf kommen jetzt wieder Treppen. So, dann diese Treppe weg. 2 Blöcke und Treppe kopfüber. Wir sind drinnen. Gibt dem Ganzen einfach so einen schöneren Look.
Dasselbe machen wir jetzt nochmal auf der anderen Seite. Also wir lassen wieder zwei frei und einen nach unten frei. Die drei weg. Blöcke rein. Treppen drauf. Die warum auch immer nicht automatisch connecten. So, die zwei Blöcke, Treppe so und durch. Sind wir drinne. Hier auch nochmal. Das geht ja wirklich schnell. Das ist jetzt kein großer Aufwand. Aber das verleiht dem Haus einfach eine ganz andere Optik, wenn man solche Fenster auf dem Dach hat. So. So. Jetzt sieht das Ganze aber ein bisschen komisch aus, weil diese Fenster sind genauso hoch wie die Dachkante oben, ne? Das wollen wir ja nicht. Deswegen gehen wir hier hin, machen hier eine Treppe drauf. Und dann machen wir einfach so Fichtenholz entlang. Und hier auch wieder so eine Treppe. Und jetzt brauchen wir einmal Fichtenholzstufen. Die machen wir dann hier so zwei Stück. Und schon sieht das Ganze nicht mehr so merkwürdig aus. Okay. Jetzt müssen wir aber einmal rein. Wir nehmen uns mal eine Fackel, in der Hoffnung, dass es nicht allzu dunkel da drin ist. Und wir sehen schon, hey, cool, wir haben oben eine Etage. Aber die ist ganz schön eng durch diese nach innen gelegten Treppen. Und das meinte ich eben mit, die müssen gleich weg. So. Aber nur die oberen zwei Reihen, die hier nicht, weil wir füllen ja noch eine Etage da rein. Also noch einen Boden. So, da nehmen wir nämlich einfach Eichenholz. Und wenn wir den hier hin tun, sieht das eh keiner. Also halb so wild, wenn man das jetzt so gemacht hat. Wenn man es nicht so gemacht hat, ist ja auch super. Dann hat man sich ja schon einen Haufen Blöcke gespart. So, und schon haben wir hier oben eine kleine Schlafzimmerecke. Wir nehmen mal Glas, machen das einfach hier rein. Dann kann man hier oben wunderbar rausgucken und man kann hier oben schlafen. So, hier hinten würde ich einfach hier eine Leiter hinmachen und auch hier eine Leiter für in den Keller. Ganz simpel eigentlich. Warum Leitern? Um Platz zu sparen, weil Treppen wären schon arg groß in diesem Haus und dann würden wir sehr, sehr viel Platz mit Treppen verschwenden. Deswegen nehmen wir eine Leiter. Gut, überall Glas reingemacht. Jetzt sieht das Ganze schon eigentlich ganz schick aus. Jetzt müssen wir es noch ein bisschen schöner machen. Wir nehmen uns einmal Gras und Trapdoor unserer Wahl. Ich nehme jetzt die, weil ich bin da 1,12. Machen genau an dem Fenster hier 1,2, 1,2 und in der Mitte auch nochmal. Und da machen wir so Trapdoors drumherum. Und da können wir dann noch schöne Blümchen drauf tun. Ich nehme jetzt mal Porzellansternchen. Der ein oder andere weiß, dass ich immer Porzellansternchen nehme. So, hier oben machen wir 3 an dem Fenster. So, dann haben wir da auch schon was Schönes. Und dann hier an der Seite nochmal 1, 2, 3, 4, 5. So. Und schon habt ihr auch so ein bisschen Grün. Das Ganze kommt aber hier vorne auch nochmal drunter. Und dann brauchen wir natürlich auch noch was für unsere Terrasse. So. Einmal Blümchen rein. Und jetzt nehmen wir uns mal einen Blumentopf. Und wir können ja bei dem Porzellansternchen bleiben. Das ist ja gar kein Problem. Dann können wir den nämlich dahin stellen, dahin stellen, dahin stellen. Hierhin auf alle diese Baumstümpfe. Machen wir so noch Blümchen rein. Und hier nochmal. So, dann haben wir das auch schon mal ein bisschen begrünt. Jetzt nehmen wir noch eine Fackel. Eine Fackel bitte. Machen die da und da hin. Dann haben wir hier das Ganze auch ein bisschen beleuchtet. Und wir machen da und da eine Fackel hin. Das kann man natürlich so weiterführen, ne? Man kann dann hier noch eine Fackel hinmachen und hier noch eine Fackel. Hier, hier, hier und hier. Damit das Haus auch rundherum ein bisschen beleuchtet ist. Und zu guter Letzt würde ich auch noch ein paar Stühle vor die Tür setzen. Das heißt, wir machen einfach hier unter dem Fenster. Jeweils so eine Eichenholztreppe ist natürlich nicht ganz so schön, weil die hat dieselbe Farbe wie der Boden. Deswegen kann man Fichtenholz nehmen oder Schwarzeiche oder was einem so beliebt. Und dann nehmen wir noch einen Rahmen, den machen wir dann so und so und so und so. Und schon haben wir ein wunderbar
schönes Survival-Haus, was man auch wirklich einfach mal so nutzen kann für den Survival-Modus, weil es bietet genug Platz im Keller, es hat oben einen Schlafraum unterm Dach und in der Mitte kann man sich ja ein schönes Wohnzimmer reinmachen. Aber so, finde ich, sieht ein schönes Survival-Haus aus. Ich hoffe, dir hat das Haus gefallen. Wenn ja, kannst du das Video gerne liken. Wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren. Wenn du irgendwelche anderen Ideen hast, schreib mir die mal in die Kommentare. Dann schaue ich mal, was ich davon baue. Von meiner Seite heißt es noch vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen und ciao mit V.